Willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, in den Archiven von Legend of Grimrock 2. Jupp. Das letzte Mal habe ich ja Pupp beendet, hier an der Stelle, mit einem Fliegeviech vor mir. Und habe gesagt, ich werde neu laden. Das habe ich jetzt auch gemacht. Aber bevor ich mich jetzt wieder um das Fliegeviech kümmere, will ich mich mal kurz hier umschauen. Hier würde es runtergehen. Da ist ein Teleporter. Mit dem Stein bist du überladen. Dann kriegst du den Stein. Okay. Teleporter-Rätsel. Gut. Also wir können das hier machen. Wir können... hier kurz runtergehen. Ihm die Munition hier geben. Hey, cool, hier liegt noch ein Langschwert. Gut, da brauchen wir unser eigenes nicht benutzen. Gib das mal ihr. Ich bin nämlich... Du bist nämlich auch wieder überladen. Wow. Wow. Und wieder so ein Blitzding. Okay. Gut. Dumm, dumm, dumm. Hier hoch. Also, wir könnten hier zu diesem Teleporter-Rätsel gehen, da weitermachen. Wir können hier das Rätsel lösen. Wir können hier durch die Tür gucken. Oder hier lang gehen. Weil hier ist ja dann das Lexikon. Oder Lexikanum, oder wie es heißt. Wo wir dann erfahren, wie es weitergeht. Also, wo wir lernen, wie man hoffentlich lernen, wie man diese Schriften entschlüsselt. So, also hier brauchen wir jetzt wieder diese Sachen. Also einmal eine Schriftrolle. So, und ein Schwert. Das war die falsche Reihenfolge. Schwert hier rein. Nein. Ich glaube... So auch nicht. Stein. Genau. Und jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommt nämlich gleich ein Fliegeviech um die Ecke. Genau. Wow. Ja. Du bist garstig, das weiß ich auch. Du machst auch krank, oder? Tu mir bitte den Gefallen und stirb einfach. So, genau, danke. Dahinter sind noch viel, viel mehr, höre ich. Die sind echt garstig, die Viecher, weil die ziemlich gut treffen können, scheinbar. Und auch entsprechend Schaden machen. So, ich speichere hier mal noch mal kurz. 0443. Da wir den jetzt hinter uns gebracht haben und auch das Rätsel gelöst haben. Ja. Den brauchen wir jetzt unbedingt. Den Typen. Wow. Das heißt, du brauchst mal deinen anderen Zauber. Ja. Ja. Nein, war. Mist. Hat uns getroffen. Aber wir treffen ihn auch. Edge Badge. Und da liegt eine Flasche, sehe ich gerade. So. Zauber vorbereiten. Auf ihn abfeuern. Wow. Und Tarion ist mal wieder am Verhungern. So, weg mit dir. Was liegt hier für eine Flasche? Eine Energy Potion. Gut. Du kriegst hier Examenstock. Ist die mal. Und du bist überladen. Hm. Dann gib mal die Wurfdinger ab. So. Sie kann nämlich noch ein bisschen was tragen.
So. Kann ich jetzt bitte da reingucken? Also ja, hier oben ist auch was aufgegangen. Wie auch immer man da hochkommt, wahrscheinlich von der anderen Tür aus. Und hier ist, bis auf den Jungen hier, Ogerfigur nichts. Okay, die Ogerfigur kann ich mir schon denken, für was man die braucht. Deswegen gehen wir mal kurz den Weg hier zurück. Ignorieren das Summ-Summ hier drüben. Und müssen hier drüben rein. Wo bist du denn? Ich bin am Leben. Ich bin der Stärkste. Ja. Kleine, winzige Werkzeuge haben ihre Markierungen über diese Figur hinterlassen. Sie sehen fast schon aus wie Kriegsnarben. Also ja, das ist wahrscheinlich wirklich hier für diese Nische gedacht. Also müssen wir hier besondere Gegenstände zusammensuchen, um diese Nischen zu öffnen. Aber ich will mal kurz hier lang gucken. Eiszauber vorbereiten. Ich höre schon mal wieder mein Freund das Eiselementar. Und ich sehe mein Freund das Eiselementar. Hier können wir tanzen, theoretisch. Ich sehe zwei Eiselementare. Mist. Boah. Tür zu. Es zieht. Okay, übel. Wo ist der nächste? Hier wäre der nächste Stein. Hier wäre das Teleporter-Rätsel. Hier wird es noch weiter. Okay, ich glaube, wir gucken uns erstmal in der Einrichtung um. Dahinter höre ich auf jeden Fall noch solche Fliegeviecher und anderes Viehzeug auf jeden Fall. Ich gehe jetzt mal kurz hier nochmal heilen. Nur heilen. Obwohl, LP044, sicher ist sicher. Gut. Dann gucke ich mal, was es hinter dem Teleporter-Rätsel noch gibt. Also hinter diesem Rätsel. Da liegt eine Keule. Was auch immer du gemacht hast. Ich guck mal hier um. Ich höre hier auf jeden Fall schon mal Ratten. Und ich sehe jede Menge. Ah ja, ich sehe ein Eiselementar. Okay, hier ist es ja auch wieder ganz schön verwinkelt. Hinter höre ich Ratten. Hier ist eine Tür. Da wären die Teleporterräume. Und hier ist... Hilfe. Nein, 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 geht weg. Wie geht die Tür auf? Ich will hier nicht drin sein. Nein, will ich nicht. Mimix werde ich damit keinen Schaden machen. Drei Mimix. Wollt ihr mich veralbern? Aua. Heiltrank, los. Wow. Drei Mimics. Nein, nicht tot. Jetzt bin ich tot. Jetzt kann ich gleich neu laden. Okay. Okay. Garstige Stelle. Lass
Faden, bitte. Okay, das Ding ignorieren wir mal. Ich gucke jetzt erst einmal in den Flatterraum hier. Aber ich mache das so, dass ich mich in Richtung des anderen Raums zurückziehen kann. Ah, kann ich. Ganz schlecht. Na doch, geht. Ja, komm. Komm, Krabi. Mit dir habe ich nicht so viele Probleme. Mit dir schon. So. So. Du hältst mal wieder ganz schön was aus. Aber lässt dich hier gerade gut verwirren. So. Pfeile haben wir wieder. Das heißt, wir können wieder da reingehen und uns um das Fliegeviech kümmern. Und wieder mal krank. Boah. Es ist kacke, dass ich das Vieh so schlecht treffe. Ey. Stirb einfach. Genau. Jetzt haut es ab. So, jetzt ist es weg. Und was war hier drin? Einmal ein Knopf. Und Dietriche. Und ja, ich habe so das Gefühl. Einmal hier rum, bitte. Da war der Knopf. Genau. Oh, ein Secret. Crystal Shard of Recharging. Was machst du denn? Tut, die Charges von Items wiederherstellen und du hast Hunger. Hm. Ja, das ist weniger schön, wenn du Hunger hast. Ihr Brot. Tome of Fire. Resist Fire. Wir hatten keine hohe Feuerresistenz. 16, 22, 0, 12. Also kriegst du das. Flutsch. So. Und da komme ich immer noch nicht hin. Da komme ich wohl von woanders aus hin, hä? Hier ist schon mal nichts. Hier ist nichts. Hier nichts. Nö. Außer hier unten ist noch was. Versteckt. Nein. Nein. Ach du Kacke. Da waren zwei hier drin. Trink Heiltränke. So. Gut, das hat gerade noch so geklappt. Ich muss neue Heiltränke mischen. Mindestens drei Stück. Also nimm du mal das Ding in die Hand. Heiltrank. Heiltrank. Und noch ein Heiltrank für sie. Ach, mach lieber sicherheitshalber für jeden drei. So. Dann kannst du wieder deinen Zauberstab in die Hand nehmen. Und wir können hier raus. Gut. Hier unten können wir uns umgucken. Da oben können wir uns weiter umgucken. Ich glaube, ich gucke mich mal weiter da oben um. Ja, genau. Hier würde ich gerne irgendwie hochkommen. Aber ich weiß nicht, wie beim besten Willen. Höchstens hier gibt es irgendwo einen Knopf, einen versteckten. Guck
Gucke ich gerade mal. Sehe ich aber soweit keinen. Und hier sehe ich auch nichts. Okay.